Eltern gucken uns Battlefield natürlich mal wieder hier im Spiel an. Es ist wieder eine kleine Hafenstadt. Sicherlich das Markanteste hier wird das hier sein. Hier verschwinden die Autos. Hier steht schon mal ein Hänger bereit, wenn man mit dem LKW kommt. So, einfach wieder eine kleine Hafenstadt. Hier gibt es auch noch ein Windrad, was hier einfach in der Landschaft umher steht. Ja. So, einfach wieder eine kleine Stadt. Und ja, das gucken wir uns natürlich jetzt auch wieder in Google Maps an. So. Wir sind natürlich noch in Tanabru und sind dann hier über die Brücke gefahren und hier nach Norden wieder. So, was gibt es uns hier auf der Strecke zu erkunden? Wir schauen uns es an. Wahrscheinlich aber nicht so viel. Fingerfahren? Okay, nichts Besonderes. Fingerfahren ist nichts Besonderes. Ja, wir sind immer hier so lang gefahren. Kann man ja dann nochmal so sich hier mit Google Street View umgucken. Sehr breit das Flussbecken sozusagen, ja, zwischen diesem Straßenende und da drüben ist ja auch eine Straße. Ja, aber so ist das. Ja. Dafür ist alles andere ja ziemlich schmal. So, dann fährt man hier rum. Und jetzt muss ich mal gucken. Bastiot ist da. Okay, und wir sind hier oben. Hier haben wir nochmal ein Höheholm. Eine kleine Landzunge, die sich dann da so einstreckt in das Wasser des Fjords. Ja, und hier sieht man wieder die einzelnen Erdschichten. Ja, das ist hier so. Guck mal, das ist wirklich hier so zack runter. Zack runter. Und das ist diese Linie, die geht hier so lang und dann runter. Und das hat natürlich auch alles was mit der Eiszeit zu tun. Nicht? Da legen sich die Sedimentschichten übereinander und ja, mal ist es ein hellerer Stein, dann ist es ein roter Stein, dann ist es mehr schwarz drin, also hier, ne? Hier schwarz, weiß, rot, dann war hier mal wieder weiß, hier unten ist ja noch braun. Also das hier finde ich schon, sieht doch mal wieder ganz gut aus. Nehmen wir nochmal einen kleinen Regenbogen. Kein Gold. Am Ende des Regenbogens. Ui, das sieht schön aus. Ja, hier sieht man nochmal Meeresboden. So, ne? Und das hat man ja, wenn man zum Beispiel in die Ostsee geht. Und es sind so ganz leichte Wellen, dann ist das auch so hier gewellt. Der Boden ist genauso wie die Wellen. Ja, also, dann würde ich sagen, geht's weiter hier so lang. Ja. Hier nichts Besonderes, die 890 sind wir lang gefahren. Dann können wir uns hier nochmal hinsetzen. Hier sieht es aus, als wenn man in einer Schlucht fährt, aber man fährt nicht in einer Schlucht. Es sieht halt nur von oben so aus. Non. So. Dann sind wir hier so lang gefahren. Hier so. Bastfjord. Okay, dann geradeaus. Praktisch hier so lang. Wird mal wieder die Kachel nicht geladen. Hier ist auch echt nichts zum Bestaunen sozusagen. Wir können uns tatsächlich nochmal hier hinsetzen. So. Und hier ist einfach tote Landschaft. Ja, also hier hat man ja wirklich kein. Hier ist ja nicht mal ein Busch irgendwo zu sehen, ja. Ja, da ein bisschen was, aber wirklich hier ist es ja noch krasser als woanders. Ja, hier ist ja nichts. So, hier haben wir Basford Flughafen, BJF. Und so sieht der aus Holz gebaut. Sieht eigentlich recht edel aus, muss man sagen. Ja, macht einen guten Eindruck. Und natürlich werden hier wieder nur Propellermaschinen landen. Die Frage ist immer, wie viele Leute landen hier? Und ja. Oft werden Fragen schon innerhalb von 20 Minuten beantwortet. Kleine, aber nette Leute, die einen willkommen heißen. Wenig Stress. Okay, kein Verkaufsautomat für Limonade, Schokolade, Sandwich und so weiter. Ansonsten effizienter Flughafen mit angenehmem Service. Widerröhre bedient den Flughafen Basford
mit hauptsächlich zweitäglichen Abfahrten nach Vardes, Vadsø und Kirkenes sowie zweitäglichen Abfahrten nach Hammerfest und Tromsø. Darüber hinaus gibt es eine tägliche Abfahrt nach Berlevåg, Mehamn, Hønningsvåg und Vardo. Von Kirkenes und Tromsø gibt es eine entsprechende Weiterverbindung, unter anderem nach Oslo. Der Flughafen Bastfjord ist Norwegens unterster Flughafen und wurde neuester Flughafen oder 1999 mit dem Terminalgebäude und einer 1000 Meter Landebahn fertiggestellt. Der Flughafen verfügt über kostenlose Parkplätze. Okay, also hier tatsächlich ein ganz kleines Ding, so, ne? Aber es ist besser als nichts. Ja. So sieht es hier einfach mal aus. Wo kann ich mein Auto abstellen, wenn ich zum Beispiel nach Mallorca fliegen will? ja, dann lasse ich mich wahrscheinlich mit dem Taxi hinfahren. So, und jetzt sind wir in Basfort. Basfjord. Mit der Postleitzahl 9990. So, Basfjord. Leider finde ich jetzt hier aber kein Wikipedia-Eintrag. Bestfjord oder wie man das auch Bestfjord. Bob einfügen. Bestfjord Norwegen. So, hier Bestfjord Norwegen. Ist eine Kommune im norwegischen Fylke Tromsø og Finnmark. Die Kommune liegt im Norden. Oh, was ist das denn hier, Alter? Nervt doch nicht. Liegt im Nordosten Norwegens und hat 2117 Einwohner. Stand 1. Januar diesen Jahres. Verwaltungssitz ist der gleichnamige Ort Basfort. Einwohnergeschichte. Die heutige Kommune Basfort entstand als 1839 die Stadt und Landesdirekte direkt Vardo in Vardo mit 193. Und die Landgemeinde Vardo mit 245 Einwohnern aufgespalten wurde. Die Landgemeinde Vardo wurde schließlich am 1. Januar 1955 zu Basfort umgenannt. Zuvor ging am 1. Januar 1874 ein von 48 Personen und zum 1. Januar 1964 ein von 621 Personen bewohntes Gebiet von Basfort zurück nach Anvardo über. Bis 31. Dezember 2019 gehörte Basfort der damaligen Provinz Finnmark an. Sie ging im Zuge der Regionalreform in Norwegen, die zum 1. Januar 2019 neu geschaffene Provinz Tromsø og Finnmark über. Die Kommune gibt es Funde von Siedlungen aus der Steinzeit. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ortschaft Bastfort im Gegensatz zu vielen anderen Orten der Gegend nur geringfügig beschädigt. 27 Häuser zählten als vollständig zerstört. Bastfort wurde deshalb nach dem Rückzug der deutschen Truppen zu einem Versorgungszentrum. Im Winter 45-46 kamen viele Flüchtlinge aus weiter westlich gelegenen Gebieten in die Kommune. Das verlassene Fischerdorf Hemmingberg gilt als schützenswert. Im Jahre 1940 lebten dort noch etwa 700 Personen. Hemmingberg wurde von den deutschen Truppen bei ihrem Rückzug verschont. Der Ort zählt deshalb zu den wenigen in der Finnmark, wo noch traditionelle Häuser vorzufinden sind. Die Basfortkirke ist eine Kirche aus dem Jahre 1971. Sie enthält Glasmalereien von Jada Lunde. Aha. So, haben wir auch das. So. Wo finden wir dann dieses Berlevåg da oben? So, was gibt's denn hier so Schönes zu entdecken? Wahrscheinlich nicht so viel. Hier haben wir etwas. Ah, guck mal hier. Ich weiß gar nicht, wie diese Vögel heißen. Pelene, Pelene, Pelene. Okay, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es hier Polarlichter.
So sieht es also hier mit dem Drohnenflug aus. Kann man natürlich schön im Hotel. Hier schläft man dann neben Nordlichtern. Hier sind so, das hier sind Schneeschuhe und ein alter Schlitten. Hier ist nochmal die Landschaft. Oder können wir mal gucken, was wir hier sehen. Wale. Wale oder Delfine. Die Frage ist natürlich, was sind das jetzt für Meeresbewohner? Okay, weiter geht's. Nochmal eine Robbe. Hier nochmal so ein Vogel. Ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Das hier ist auf jeden Fall ein Delfin. Ja, das ist ein Elch. Das kennt man ja auch. Okay. Sehr schön. Fotosafari. Ah ja. So, was gibt es noch so Schönes? Bunker Oil AS. Das ist ja das, was hier, was es auch im Spiel zu sehen gibt. Wow. Nichts Großartiges. Also hier auch. Nichts Besonderes, wir können noch mal hier weiter weggehen. Molvik, was ist denn Molvik? Ja, also, hier gibt es auch nicht großartig irgendwie Sehenswürdigkeiten. Naja, okay, gut, dann gehen wir zurück ins Spiel. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich hier auf dem Weg zurück irgendwie mal einen Rastplatz finde. So. Ja, der nächste Rastplatz wäre hier in Tanabru. So, der nächste Punkt, den wir ansteuern, ist das Bergwerk oder der Tagebau in Kirkenes. Und zwar ist ja hier auch so ein Staudamm. Und ich glaube, darum wird es gehen. Ja, und da fahren wir jetzt erstmal hin. Bei der nächsten Gelegenheit werden wir natürlich eine Runde schlafen.
Nos Gruskis Krenose, norwegisch-russische Borderzone. Also norwegisch-russische Grenzzone. So, und dann war man immer froh, wenn man hier wieder auf Asphalt war. Der Blinker hat nicht mehr so gut gebildet. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Nee. So, jetzt gucken wir uns das hier an. Das war das Kraftwerk Borisch irgendwas. Ja, gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. So sieht es hier aus. Es ist wahrscheinlich ein Kraftwerk für die Stromerzeugung. Wahrscheinlich extra nur für dieses, für diesen Tagebau hier, könnte ich mir vorstellen. Ja, wir gucken uns das Ganze aber jetzt in Google Maps an. So, und wir waren jetzt da. Oh, ja, da oben, und dann sind wir hier runtergefahren bis Tanabru, genau, und dann hier lang. So, auf der 6 sind wir lang gefahren, immer zack, zack, zack. Ich muss kurz gucken, da, okay, gut, dann sind wir tatsächlich hier so lang gefahren. Auf der 6, was ist das denn hier? Verangerbund. Boten, Verangerbotten, Refen, so, aber hier gibt es wahrscheinlich auch nichts Besonderes, wir können hier einmal kurz gucken, ja, so sieht es hier landschaftlich aus, naja, das ist ein bisschen durch die Büsche hier verdeckt, dann geht es hier lang, 2D, 3D, bitte einmal nach Norden ausrichten, danke. Hier auch wieder ein kleiner Yachthafen, sage ich mal. Ja, also hier, was heißt Yacht? Das ist hier ein kleiner Bootsanleger. Ja. Okay, vorübergehend geschlossen. Gibt es nicht mal ein Bild dazu? Ansonsten ist hier, hier haben wir jetzt noch was, Sjörs, Maskis, irgendwas. Mhm. Guck mal, wie riesig hier der Schlitten ist. Und so sind die Leute damals umher gezogen mit Rentieren. Oben waren die Polarlichter. Ja. Und in solchen Dingern haben die halt gehaust, ja. Ah, hier sieht man nochmal, wie man da drinne saß. Das ist einfach ein Museum, ja. Hier, falls du auf Klo musst. Also das finde ich ein sehr schönes Bild. Wo war das jetzt hier? Ja, ein kleines Museum, wo es darum nochmal geht, wie die Leute damals hier gelebt haben. Nomaden hießen die. Gandvik. So, dann sind wir
Oh, wo sind wir lang gefahren? Kirkenes hier. Aber ich denke, wir sind hier auf der 6 immer gefahren. John Savio Monument haben wir jetzt hier noch. Was? Ja, okay. Wahrscheinlich alt geworden, gerade bei 36. Historische Sehenswürdigkeit. Oh, netter Picknickplatz mit einem interessanten Denkmal. Okay. Sehr schöner Ort zum Grillen oder Übernachten mit dem Wohnwagen. Der Standort ist isoliert und von wunderschöner Natur und Bergen umgeben. Mit dem Denkmal in der Mitte. Ja. John. Mal gucken, wer das ist. John Savio. Kopieren. Einfügen. John Savio Künstler. Was? Gibt es das hier auch auf Deutsch, Alter? Wir können es ja übersetzen lassen. Deutsch, danke. War ein samischer Künstler aus Norwegen, der für seine Holzschnitte bekannt war. Man geht davon aus, dass er als Künstler Autodidakt war. Savio war der erste samische Künstler mit einer formalen Kunstausbildung. Er absolvierte die norwegische Nationale Akademie für Handwerk und Kunstindustrie, die heute Teile der Osloer National Akademie für der Kunst ist. Ah ja, okay, also ein Künstler. Mehr brauchen wir nicht wissen. Gut.